heute machen wir einen ganz schnellen Obstkuchen. Und zwar, ich habe da im Geschäft ein glutenfreies Kuchenmehl gekauft, so ein Fertigmehl, was schon mit Backpulver und Kakao vermischt worden ist. Da gebe ich dann zwei zergatschte Bananen dazu. Dann 110 ml Öl. Und 60 ml Wasser. Das werden wir da jetzt mixen. Wenn ihr einmal so eine Fertigmischung seht, dann habt ihr ein Problem, dass wir das einmal knicken. Man kann aber ein normales glutenfreies Mehl mit ein bisschen Backpulver und ein bisschen Kakao. Das ist dann ganz genau dasselbe. Ich habe das eigentlich nur mitgenommen, weil es glaube ich im Abverkauf war, oder? Und weil man gerade das glutenfrei, das schaut es nicht. Die muss ich noch ablecken, weil die sind sehr gut. Ah ja, ein bisschen Zucker ist auch drinnen in der Mischung. Dann habe ich da meine kleinen Stickerl nur vom wilden Pfirsich. Die hebe ich einfach runter. Also wenn ihr einen säuerlichen Pfirsich daheim habt oder säuerliche harte Nektarinen oder einen Apfel, einfach ordentlich die Stücke. Der kann so richtig ganz viel. Also dann nehmen wir da eine kleine Kuchenform. Dann machen wir das rein. Also und der Teig kann wirklich mit den Früchten komplett voll sein. Mäuschen, bitte. Mit dem kleinen Spatula da. So, ein bisschen was kalt drin werden, das lege ich dann aus. Und bisher. Zuerst haben wir es da noch glatt streichen, bevor ich da mal umschlecke. Also, dass er gleich dick ist. Und dann belegen wir alles mit Marillen. Auch ganz dick, ganz dicht. Und dann kommt er in den Ofen und wird bei wie viel Grad? Bei 170 für ungefähr 35 Minuten. Gebacken. Und das mache ich jetzt und dann zeige ich euch, wie er ausschaut, wann er wieder aus dem Ofen kommt. Bis dann, ciao. Wir haben jetzt unseren Kuchen aus dem Ofen geholt. Dann werden wir ihn auch gleich lockern. Schaut gut aus. Und
und auch gleich anschneiden. Und dann natürlich auch verkosten. Auf den freue ich mich jetzt schon richtig. Weil die Kombination von vielen Früchten und dem Schoki, ich glaube, das kann was. So, auch wenn wir mal schön rauskommen. So, das ist mir sogar geglückt. Oh, er schaut wunderbar aus. Schön saftig. Und noch ganz ein kleines bisschen Puderzucker drüber. Viel schön. Wünsche euch wieder viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und sage Baba, ich muss jetzt gut essen gehen. Ciao.